Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Platin. Ja, wir waren hier stehen geblieben und versuchen erstmal diesen Berg hochzukommen und in den nächsten Doppelkampf rein. Wir hatten noch Knight und Kalaria vorne. Ich denke, das ist in Ordnung, oder? Auf geht's, komm. Tja, oh super, wir kämpfen mit ganz vielen Pokémon. Juhu, wir werden alle kämpfen. Wie ihr hört, könnt ihr jetzt durch das neue Mikro meine Stimme noch besser verstehen und dadurch auch die Scheiße noch besser rausfiltern. Oh, die hatten jetzt, glaube ich, entweder andere Bälle oder irgendwelche Sticker benutzt. Das macht das natürlich auch immer so ein bisschen interessanter noch, ne? Pikachu gegen Kalaria, das ist ein Kampf, der mir jetzt nicht sonderlich zu sagen. Kreideschrei trifft, glaube ich, sogar beides, oder? Nicht? Okay. Kalaria ist ein bisschen riskant, finde ich. Lukas wäre irgendwie nicht so schlau, habe ich das Gefühl. Wie schaut es denn mit Xadero aus? Von den Werten her. Spezialverteidigung und so ist echt nicht so hoch, ne? Die Werte sind jetzt noch nicht wirklich überzeugend, denn lass mal auf Lukas wechseln. Der sollte zumindest einiges aushalten. Auch wenn er jetzt paralysiert ist, aber ich denke, das sollte klar gehen. Wahrscheinlich trifft er sowieso uns eine Elektroattacke. Zumindest wäre es schlau für Pikachu, auf Kalaria zu gehen. So, dank der Flinkklaue treffen wir scheinbar als erstes. Aber leider nur Pipi tatsächlich, glaube ich. Schade. Kreideschrei müsste ja theoretisch beides treffen, ne? Weil so ein Schrei... Weckruf. Aua, guck mal, alles auf Kalaria rauf. Das hätte schon schlimm enden können. Gut, dann lassen wir jetzt mit... ich denke, mit Finte einfach auf Pipi gehen. Ja, warum nicht? Und dann einfach mit Funkensprung auch noch mit rauf, wobei... Lass lieber mit Biss rauf gehen. Einfach, falls Pipi jetzt durch diese Finte schon besiegt ist, dass wir eben gegen Pikachu auch noch ordentlich Schaden machen. Aber Pipi überlebt, das habe ich mir nämlich gedacht, trotz Kreideschrei. Aber gut, macht auf jeden Fall eine Menge Schaden. Und ich sollte mir die Zeit aufschreiben, aber zum Glück denke ich am Anfang noch dran. Paralyse, na supi, na ganz toll. Dann... Ja, jetzt wird zum Beispiel ein Rückzug-Hieb ganz cool eigentlich. Lass mal mit Zornklinge auf Pipi angreifen und mit Biss auf Pikachu. So, machen... Oh, Zornklinge geht daneben. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Das ist doch nicht dein verdammter Ernst. Ja, scheinbar schon. Weckruf nochmal. Naja, solange es keine Volltreffer sind. Pikachu wird jetzt auch mächtig geschwächt sein, aber... Naja, das wird halt auch noch nicht reichen. Nicht so optimal gemacht hier das Ganze. Na gut, dann jetzt Finte auf Pipi und Biss auf Pikachu. Einer von beiden wird hoffentlich fallen. Optimalerweise sind sogar beide, die hier sterben werden. Mal schauen. Pipi ist zumindest schon mal down. Müssen wir nur noch abwarten, was Pikachu jetzt so treibt. Vielleicht setzt Pikachu ja auch aus irgendeinem Grund Explosion ein, weil es so richtig explosiv wütend ist. Man weiß es alles nicht. In Pokémon können sehr viele unvorhersehbare Sachen passieren. Manchmal jedenfalls. So. Unsere Pokémon sind aber schon alle relativ angeschlagen, ne? Das mag mir noch nicht so ganz gefallen. Sehr schön, ganz viele Erfahrungspunkte werden hier verteilt. Wir haben unser Bestes gegeben, aber trotzdem verloren. Oh. Ist mal ganz putzig, so diese Kleinen, die so ein bisschen traurig sind darüber, dass sie verlieren, ne? Haben wir hier vielleicht noch irgendwie einen Hyperheiler, Paraheiler oder irgendwie sowas in die Richtung? Ja, dann lass mal Lukas zumindest heilen. Und... Dann lass auch mal Kalaria an Stelle Nummer 1 setzen und Lukas an Stelle Nummer 2. Ich glaube, das würde ich ganz gut finden. So tendenziell und ich glaube, wir hatten jetzt hier Trainer noch übersehen, ne? Guck mal da auf der Seite. Das war jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, das hätte man ein bisschen optimaler machen können. Erst dahin, dann dahin, aber hey, das ist scheißegal. Wir können uns ja auch einfach, da Staravia ja leider gestorben ist... Könnten wir uns ja auch einfach einen Staraptor fangen, oder? Das gibt es bestimmt in der Wildnis mittlerweile. Taubos oder so hat es ja damals nicht in der Wildnis bekommen, aber so einen Staraptor könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das geben könnte. So, guten Tag, Milady. Ich ruhe mich jetzt aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich Ruheort verwenden. Haha, du solltest auch schlafen. TM 51 erhalten, okay. Nice. Wenn sie immer flögen, würden Vogel-Pokémon irgendwann abstürzen. Ja, das ist eine Weisheit, ne? Die man auch jetzt auf ganz viele andere Sachen übertragen kann. Nicht nur auf Vogel-Pokémon, sondern auch auf Menschen und so weiter. Dass man mal eine Pause braucht, sonst stürzt man irgendwann ab. Burnout-Syndrom und so, ne? Okay, lass uns hier in diesen Kampf gehen.
Guten Tag. Sieh mal, der Glanz des Fells meiner Pokémon ist sehenswert. Übrigens, falls ihr jetzt irgendwie einen qualitativen Unterschied zwischen den Pokémon-Folgen und Bad Wars und The Binding of Isaac feststellen solltet, dann liegt das einfach daran, dass Pokémon eben wirklich mit dem neuen Mikro schon aufgenommen wurde und ich bei dem anderen halt viel auf Reserve hatte. Ja, jetzt haben wir hier ein kleines, feines Problem, ne, gegen Elekid. Weil als Elektro-Pokémon möchte ich ungern dagegen kämpfen. Ich meine, vielleicht schaffen wir es, aber ich will da schon auf Nummer sicher gehen. Und deswegen spielen wir hier lieber mit Lukas, der von einem Fußkick getroffen wird. Aber alles gut. Elekid ist halt noch ein Baby-Pokémon. Das macht halt nicht viel Schaden. Und von daher geht's auch, denke ich mal, noch. Allerdings trifft es uns schon relativ gut. Uiuiuiui. Ein Volltreffer und das könnte es schon gewesen sein. Statik. Oh-oh. Oh-oh. Aber wir kriegen ein paar KP dazu. Eigentlich sollten wir es überleben. Fußkick hat nur 8 KP abgezogen. Ja, ah, wir sind paralysiert. Alter, wieso wird Lukas eigentlich so oft paralysiert? Ne, ich setze jetzt lieber einen Trank ein. Ich gehe hier dann, glaube ich, eher auf Nummer sicher. Und benutze einen Supertrank gegen ein Elekid. Aber jetzt auch noch drauf gehen gegen so ein Elekid, das wäre natürlich noch ein bisschen peinlicher, ne? Von daher lieber auf Nummer sicher gehen. Jetzt noch den einen oder anderen Fußkick, Donnerschock, whatever einstecken. Und dann ist okay. Wären jetzt plus 6 KP gewesen, aber man weiß ja nicht. So ein Fußkick und dann Volltreffer dazu, das hätte schon richtig schmerzhaft enden können. Na gut, Elekid haben wir besiegt und leider wieder paralysiert. Ach Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Es ist gerade ein bisschen verflucht hier, ne? Gut, was kommt als nächstes? Vielleicht können wir ja geeignet wechseln. Vonaira. Okay. Wir können auf Galaria wechseln. Vonaira ist die Vorentwicklung von Chanira. Also Vonaira wird es wahrscheinlich dann ausgesprochen. Ergibt irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Und woher kommt eigentlich dieses Era am Ende? Ich sage auch immer Hytera, ne? Hytera, Chanira, Vonaira. Woher kommt das? Was bedeutet das? Aus welcher Sprache wurde das wahrscheinlich übernommen? Ich finde es auch immer sehr, sehr cool, so zu gucken, woher denn so einige Namen kommen. Wie Anton, das ist jetzt ziemlich offensichtlich, ne? Dass es von Ente kommt. Aber da gibt es auch so einige Sachen, die nicht ganz so offensichtlich sind, wo man so ein bisschen überlegen muss. Hey, hast du auch hingesehen? Wie zum Beispiel Arbok und Rettern. Da kommt man natürlich auch nicht sofort drauf, dass man das rückwärts lesen muss. Und dann Natter und Cobra rauskommt. So, Superschutz gefunden. Das nehme ich doch gerne mit. Oh, wo sind wir jetzt hier gelandet? Auf jeden Fall in einem neuen Kampf, was ich schon mal jetzt nicht so schlecht finde. Ich bin noch grün hinter den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Das ist doch schön. Du sahst jetzt gar nicht so jung aus eigentlich. Aber auf jeden Fall Respekt an dich dann. Guck mal, jetzt treffen wir schon auf diese ganzen alten Pokémon, sag ich mal. So Elekid, Magby, Vonaira. Wobei Vonaira jetzt noch nicht ganz dazu zählt. Aber so die Pokémon, deren Weiterentwicklung halt aus der ersten Generation sind und die jetzt eine Weiterentwicklung bekommen haben in der vierten Generation. Also Electek hat ja zum Beispiel eine Weiterentwicklung und Magma hat eine Weiterentwicklung. Und ich weiß gar nicht, wer noch alles. Ja, Togepi ja auch, aber das ist ja sowieso egal. Pokémon wechseln? Nö, eigentlich nicht. Nee, ich will nicht wechseln. Gegen Togepi müssten wir es eigentlich nicht tun, außer Togepi macht jetzt Metronom und dann kommt Explosion und das zählt uns alles ab oder sowas in die Richtung. Das kann natürlich passieren. Ist aber eher unwahrscheinlich, denke ich. Bitterkuss. Oh, Paralyse, oder? Oder Schlaf? Paralyse oder Schlaf? Anziehung. Verwirrung. Oh Mann. Paralyse, Schlaf. Ach Quatsch. Anziehung. Und dann war es doch Verwirrung. Ah, komm schon. Wir schaffen das hier durch, oder? Komm. Na. Kalaria. Zugabe. Okay. Ja, von mir aus setze ich die ganze Zeit drum rein. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht so das Problem. Schade, dass die Verteidigung nicht gesunken ist, sonst wäre Togepi jetzt eben schon weg. So wie jetzt. Jetzt sinkt die Verteidigung. Okay, bringt mir auch nichts mehr. Du bist so oder so tot, Togepi. Außer du hast jetzt noch irgendwie was Krasses auf Lager. Aber ich glaube nicht. So, sehr schön, dass wir hier gegen ganz viele Baby-Pokémon kämpfen. Aber es sind ja auch Pokémon-Züchter größtenteils, ne? Macht schon Sinn auf jeden Fall. Kein Problem, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Deine Pokémon auch noch nicht, aber die könnten irgendwann ziemlich krass werden, glaube ich. So, ach, hier waren wir. Alles klar, von hier. Da waren wir ja schon, da haben wir schon gekämpft. Ist jetzt hier sonst noch irgendwie was? Hier ist irgendein Gebäude. Okay, was bist du? Frisch und gesund, die beste Milch der Welt. Oh Gott, ganz viele Entons. Hallo? Entons? Guten Tag. Die Entons stehen im Weg. Sie machen keine Anstalten, sich zu bewegen.
Und man kommt ja an kleinen Psychodax nicht vorbei. Dann lass uns hier reingucken. Und ein bisschen Milch einkaufen. Die beste Milch macht immer noch Mami. Haha. Sei gegrüßt, Reisender. Manche unserer Kunden sind ziemliche Rüppel, die immer kämpfen wollen. Mach mit ihnen, was du willst. Nichts Perverses, Ding? Das stört mich nicht weiter. Mach mit ihnen, was du willst. Alter, das sind deine Gäste. Hey, hast du die ganzen Enton draußen gesehen? Enton sind Pokémon, die an chronischen Kopfschmerzen leiden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihnen besser geht. Oh, das ist auch voll arm eigentlich, das Enton, ne? Aua, aua. Dann dauernd Kopfschmerzen zu haben. Wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon. Wie Sammler das eben tun. Uh-oh. Dann werden wir jetzt ebenfalls eine hitzige Debatte ausführen, was? Scaraborn. Uiuiuiui. Scaraborn ist schon ein leicht heftiges Pokémon. Und mit Konfusion könnten wir es wahrscheinlich one-hitten. Die Frage ist, sind wir schneller und halten wir eine Attacke aus? Ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher und setze einmal... Okay, einen Supertrank scheinbar nur ein. Ja, lass machen. Einfach nur, um zu gucken, wie viel die Attacken abziehen. Vielleicht setzt es auch nur Ausdauer ein oder so. Aber ich würde da schon gern mit vollen KP in den Kampf gehen. Konter, alles klar. Konter, eine Konfusion wird er nicht kontern können. Jetzt greift er mit Durchbruch an. Au, 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 sehr, sehr starke Kampfattacke. Das Kalaria. Oh, 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 oh. Oh Gott, wir leben noch. Huh. So, jetzt kommt eine sehr effektive Attacke, die auch noch gestärkt... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Neid. Auf den wollte ich jetzt eigentlich wechseln. Auf Neid. Meint ihr, Neid überlebt einen Durchbruch eigentlich schon, ne? Ist nicht sehr effektiv. Eine hohe Verteidigung, relativ viele KP. Ja, komm. Das packen wir schon, das packen wir. Ich habe da vollstes Vertrauen in Neid. Durchbruch kommt, wie erwartet. Das ist schon mal gut, dass da nichts Unerwartetes jetzt kommt. Ja, okay, konnten wir ziemlich gut einstecken. Dann, lass auf jeden Fall den Supertrank einsetzen nochmal. Und auf Nummer sicher gehen. Denn das könnte sehr, sehr gefährlich ändern, Alter. So ein fettes Scaraborn hat er erstmal. Das ist schon ziemlich overpowered. Ich finde aber, Scaraborn könnte zum Beispiel noch... hat ja eine Mega-Entwicklung bekommen. Demzufolge wird da wahrscheinlich keine Weiterentwicklung mehr kommen. Aber eine Vorentwicklung fände ich eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, das würde sich bei Scaraborn auch eigentlich anbieten. Also so einen kleinen, süßen Hirschkäferlein zu machen. Das wäre schon, glaube ich, ganz praktisch. So, lass mal Kreideschrei einsetzen. Einfach, um die Verteidigung schon mal runterzuhauen. Und ich glaube, das... würde ich auch vielleicht nochmal machen, einfach um einem Konter entgehen zu können, wie jetzt zum Beispiel. Weil wenn wir ihn nicht besiegen, dann sind wir ziemlich down, glaube ich. Deswegen gehe ich hier lieber auf Nummer sicher, schwäche die Verteidigung, dass wir es one-hitten. Durchbruch kommt nochmal, dürfte ja nicht so viel abziehen. Ich weiß nicht, reicht zweimal Kreideschrei schon oder soll ich auf ganz Nummer sicher gehen? Ich gehe lieber auf ganz Nummer sicher, oder? Also nochmal Kreideschrei. Und dann ist natürlich die Frage, was setzen wir dann für eine Attacke ein? Wir haben jetzt... glaube ich, nichts Großartiges, oder? Finte könnte nicht sehr effektiv sein. Zornklinge sowieso und Felsgrab. Felsgrab dürfte eigentlich normal sein, oder? Ich versuch's einfach mal. Und hoffen wir das Beste, dass das jetzt nicht schief geht. Scaraborn hat eigentlich keine Verteidigung mehr. Sehr gut, haben wir geschafft. War ein schwieriger Kampf, muss man sagen. Und dafür gar nicht so viel... Na doch. Okay, über 1000. Ich dachte erst, das wären die einzigen Erfahrungspunkte, die vergeben werden und dann kommen einfach nochmal 500 drauf. Wissen allein ist noch keine Garantie für den Sieg oder sowas irgendwie so. Oder kein Garant für den Sieg. Ja, können wir hier irgendwie auch geheilt werden? Sonst lass mal Michael nach vorne machen. Michael ist noch ziemlich fit. Und dürfte eigentlich gegen viele Pokémon was ausrichten können. Ich bin ein Pokémon-Sammler und ich liebe Honig. Random Information hier. Mamfaxo! Mamfaxo ist auch eine Vorentwicklung. Von einem ganz alten Pokémon. Von Relaxo natürlich. Ziemlich cool, finde ich. Mamfaxo, finde ich, ist eine sehr gute Idee gewesen. Lass mit Metallklaue angreifen, weil Relaxos Verteidigung nicht so gut ist. Also Mamfaxo demzufolge auch nicht. Und wir außerdem die Möglichkeit haben, durch Metallklaue unseren Angriff zu steigern. Was? Porter steigert ab sofort auch die Verteidigungswerte. Oh man, das könnte ein langwieriger Kampf werden. Porter war doch sonst immer nur dazu da, um dann irgendwie Entfesselung oder sowas einzusetzen, oder?
Mann. Könnte wenigstens unser Angriff mal steigen, Michael. Das wäre schon ziemlich cool. Würde ich mal so meinen. Nee, Kreideschrei. Na, einen Kreideschrei akzeptiere ich, aber beim zweiten wechsle ich dann. Lass mal gucken, wie es mit Blubstrahl aussieht. Vielleicht sieht es ja da ganz gut aus. Vielleicht macht das ja ein bisschen mehr Schaden, was ich nicht glaube. Nee, macht keinen großen Unterschied. Oh, nochmal Horta. Ich hoffe nur, dass es nicht Entfesselung oder wie das hieß. Ich weiß nicht, das konnte immer Pilippa. Pilippa konnte immer Horta und Dings. Und mehr, viel mehr kenne ich eigentlich nicht, die diese Kombination hatten. Daher weiß ich gerade auch nicht genau, wie das heißt. Nochmal Horta. Oh Mann, Alter, das ist... Horta ist eine richtig gute Attacke, oder? Mit Verteidigung und Spezialverteidigungssteigerung. Das ist schon heftig. Die Frage ist, ob das so lange bleibt, wie er hortet, seine Verteidigung, und die danach wieder auf den Standard fällt. Keine Ahnung. Ah, nochmal Kreideschrei. Das ist jetzt sehr riskant, wenn wir hier weitermachen. Aber ich glaube, die Metallklaue könnte schon ausreichen. Ich hoffe es jetzt einfach mal, dass das reicht. Ja. Und jetzt steigt der Angriff. Willst du mich verarschen, Michael? Das hätten wir all die Zeit davor gebraucht, ja. Aber jetzt eben eigentlich nicht. Was hast du mit meinem Pokémon gemacht? Ich hab's zerhäckselt auf Dauer. Willkommen in dieser Ort. Das ist mein ganzer Stoff. Was? Du bist ein Trainer? Ich dachte, du wärst jetzt hier irgendwie, die das leitet. Serviererin. Ja, bist doch eine Serviererin. Kämpfst einfach gegen mich. Finde ich jetzt schon irgendwie ein bisschen unerhört, ne? Ja gut, wieder mit Metallklaue rauf, oder? Spotlight, ich stehe im Mittelpunkt der Welt und du musst mich jetzt die ganze Zeit angreifen und darfst meine Partner nicht angreifen. Ist in Ordnung, ich hatte sowieso nur vor, eigentlich mit dir zu kämpfen. Oh, Michael, du hast es gelernt, wie es geht, wie man seinen Angriff steigert. Genau das habe ich nämlich vorhin gehofft, dass wir das gleich am Anfang bekommen und einfach durchweg die ganze Zeit, dass diese Kämpfe sich nicht noch ewig ziehen. Weckruf. Weckruf sieht aber auch danach aus, als wenn es mehr Schaden machen würde, wenn der Gegner schläft irgendwie, oder? Und dass der Gegner dafür aber aufwacht. Irgendwie sowas könnte ich mir da vorstellen. Weckruf ist jedenfalls eine neue Attacke, oder? Ich nehme Niederlagen mit einem breiten Grinsen. Findest du das etwa komisch? So, und du wirst ja nicht kämpfen, nehme ich an. Wie geht's dir? Was darf sein? Ist egal, was du willst. Wir haben sowieso nur Kumu-Milch. Eine Flasche beste Kumu-Milch kostet nur 500 Pokédollar. Die macht sich doch hervorragend. Ein Dutzend? Sind das denn gleich 12 oder was? Ein Dutzend war 12, oder? Oder 6? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ja, lass eine Flasche kaufen. Warte mal, wie teuer war die? Nicht doll teuer, oder? Nochmal kurz eine kaufen. Ja, nur laber mich hier nicht dicht, bitte. 500, okay, 500. Ah, 500 ist schon nicht so wenig, aber ich glaube, das ist genauso gut wie ein Supertrank, ne? Nur, dass es vielleicht ein bisschen besser bei den Pokémon ankommen könnte. So, von der Beliebtheit her und so. Warte mal, das ist doch hier bei Heilung. Hier muss es doch irgendwo sein, die Kumu-Milch. Eine äußerst nährstoffreiche Milch, die die KP eines Pokémon um 100 Punkte wieder auffüllt. Okay, also so eine Mischung zwischen Hypertrank und Supertrank. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, davon kaufe ich mir schon mal ein paar mehr. Und zwar ein Dutzend. Dankeschön dafür. Das wären dann 12 Flaschen. Alles klar. Okay, hat jetzt aber auch nicht so mega krass viel gekostet, ne? 6000 halt. Okay, dann würde ich sagen, hier an dieser Stelle beenden wir das Ganze dann mal. Hier kommen wir dann schon in der... Nee, sind wir erst auf Route 215. Elises und Trosto können wir uns hier irgendwie entscheiden. Alles klar, würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Wir sehen uns bis dahin. Und tschüss, vielen Dank fürs Zusehen und Bewerten.